Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Life is Strange. Heute ist ein neuer Tag und eine neue Aufnahme und mir ist ultra warm. Ihr glaubt gar nicht, wie heiß das draußen ist. Ich meine, bei euch ist es bestimmt gerade genauso warm. Heute ist Samstag, der... Ich weiß nicht. Der Samstag frisch im Juli. Keine Ahnung, welches Datum das gerade ist. Und es ist ultra heiß, gefühlte 55 Grad. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mal die Klimaanlage gerade hier anmachen, beziehungsweise die Ventilatoren, weil die ja gegen das Mikro pusten würden und ich damit die Soundqualität ein bisschen mehr kaputt machen würde. Was heißt ein bisschen mehr? Ich würde die Soundqualität kaputt machen. Und das möchte ich überhaupt nicht. Deswegen sitze ich hier und leide ich gerade, möchte aber gleichzeitig das Spiel weiterspielen und höre jetzt auf, hier zu quatschen. I would love a soda, but I just get wired. Was trinken wir auch toll. Ich habe dieses Mal hier was dabei. Meine gute Flasche Wasser, aber jetzt wird erstmal rumgeguckt. Go Otters. Was ich euch übrigens noch zeigen wollte, bevor wir mit Chloe mitgehen, ich habe tatsächlich in dieser Aufnahmepause, also von gestern zu heute, mir angeschaut, wie man die Fotos sich holt, die mir noch gefehlt haben. Wir haben es ja in den letzten Folgen geschafft, das Aquariumfoto zu machen, das vom Gerippe und unten das mit Chloe. Und oben links die gute Dame, die stand bei Victoria im Zimmer. Und zwar, als wir direkt in der ersten, im ersten Abschnitt der Episode im Mädchenwohnheim waren, hatten wir die Möglichkeit, nachdem wir mit Taylor, heißt sie so, die blonde Dame, geredet haben und sie uns sagte, dass Victoria sich rausgeschlichen hat, hätten wir in ihr Zimmer gehen können und ihr Zimmer durchsuchen. Das habe ich jetzt im Sammelmodus mal gemacht. Es gab ein Foto von Kate, auf dem sie ein bisschen zerstört auf dieser Vortex Club Party war, aber man hat nicht wirklich viel herausfinden können. Sie sah einfach nur ein bisschen fertig aus. Und deshalb dachte ich, ich nehme es mal nicht hier mit rein in das Let's Play während des Spiels. Und ansonsten hat man nur ihre teuren Klamotten gesehen und sowas alles. Und eben diese Figur, die ich fotografiert habe. Und das Eichhörnchen habe ich mich anscheinend viel zu blöd angestellt. Mein Ansatz war richtig in der Folge, nämlich auf das Eichhörnchen zugehen, zurückspulen und dann einfach nochmal alles machen. Ich habe mich zu doof angestellt. So, damit haben wir jetzt diese Fotos. Hier hinten können wir nichts machen. Wir können auch nicht ohne sie weitergehen. Okay, ich guck bloß gerade mal rein, aber da ist auch nichts los. I actually don't have the time to investigate this caper. Schwimmbrille verloren. Ich gebe zu, dass ich ein Dummkopf bin und meine Flexi-Wave-Schwimmbrille verlegt habe. Wenn du sie findest, bekommst du ewige Dankbarkeit und eine 25 Dollar Bean-Hip-Kaffee-Geschenkkarte. Okay, Kontakt Ray Siren. Kennt ihr das Spiel Siren Blood Curse? Das will ich auch irgendwann mal spielen. I hope the otters will survive. Informiere dich und teile es. Werde heute ein Öko-Volontär. Okay. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Belohnung. Suche verzweifelt nach meinem gestohlenen Rucksack mit Schulbüchern und neuem Tablet. Ich brauche ihn für den Unterricht und mein Tablet hat persönliche Bilder meiner letzten Katzen. Mögen sie in Frieden ruhen. Also werde ich dafür eine Belohnung aushändigen. Es werden keine Fragen gestellt. Wenn du irgendwas weißt oder mir an meinen Rucksack zurückgeben möchtest, hast du jetzt meine Kontaktdaten. Bitte. Okay. Weiter kommen wir aber nicht, auch in keine Tür oder sowas. Deshalb lassen wir Chloe mal nicht weiter hier rumstehen. Wir quatschen mal mit ihr. Boys or girls? Wie es bei den Mädchen aussieht, wissen wir ja eigentlich. Deswegen könnten wir ja bei den Jungs mal gucken gehen. Auf der anderen Seite, wenn wir in die Mädchenumkleidekabine gehen, könnten wir vielleicht bei den anderen Mädchen mal ein bisschen rumwühlen, ne? Wir nehmen trotzdem Jungs. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Women's Locker Room. Da kommen wir auch so jetzt gar nicht rein. Okay. Sieht aber so aus, als würden die beiden sowieso gleich aussehen. Hier sind ganz viele Spinde. Also wir haben hier bestimmt... Da hängt auch irgendwas raus. Ich hoffe mal nicht, dass wir irgendwas verpassen, dadurch, dass wir hier jetzt reingegangen sind. Also irgendein Foto oder sowas. I guess somebody forgot their Blackwell Spirit. Okay. Logan Schließfach.
I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, dass ich ein Arschloch bin, aber ich sorge mich immer noch um dich. Alles Liebe, Logan. Warum hat er das in seinem eigenen Schließfach? Müsste er das nicht bei ihr hinlegen oder so? Jetzt haben wir hier eine Getränkedose. Können wir aber nichts damit machen. Umziehinstruktionen. Nichts drin. Graffiti schauen wir uns gleich an. Oh. Sex me up. Boys locker room is right. Was haben wir hier? Sometimes. No worries, it's all bad. Okay. Some poor hipster lost their vape. Das Thema E-Zigarette und Dampfer und sowas hatten wir alle schon in der letzten Folge. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Diazepam, das erinnert mich an irgendwas. Also, als hätte ich den Namen des Medikaments schon mal irgendwo gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, wozu es gut ist. This must be for training kids. Falls ihr Bock habt, könnt ihr das ja in dem Moment gerne googeln und in die Kommentare schreiben. Ich werde es bestimmt dann auch nochmal tun. No way am I touching Zach's jersey. Warum nicht? Oh, ein Handy. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Hey, denke schlimme Dinge über dich. Cool, was trägst du? Nur meine Kristalle als Kette und mein Handy. Scharf. Was trägst du? Ich bin in der Umkleide, trag nur ein Leibchen, sitze auf meinem Football. Ich hoffe, der Football liegt schräg. Wie kann man sein Handy nur vergessen? Ich würde sterben. Betty developed that in Jefferson's class. But why? No. Ist doch süß. Na gut, war hier hinten noch eine Tür? Nee, das war alles voll, ne? Ja. Dann kriechen wir mal hier hinterher. Okay, das ist erstmal ein Badezimmer. Was haben wir hier? Victoria loves the D. Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Tja, das ist doch gut für die Jungs, wenn sie das mag. Was? Welcome to 1950. Aber interessant, dass wir berühmt genug sind, um an die Wand eines Klos gekritzelt zu werden. Das ist doch schon mal was. Ich liebe Warren Gayram. I bet you do. Hattet ihr bei euch auch sowas in den Schultoiletten, dass man sich Zeug rangeschrieben und rangemalt hat? Ich kenne das gar nicht so von meiner Schule irgendwie. Dana needs a baby daddy. Okay. Seifenspender? This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Ist doch ein gutes Zeichen, dass sie sich die Hände waschen nach allem, was sie tun. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Ist das ein Föhn? Haben die tatsächlich einen Föhn drin? Das ist ja cool. Wir hatten zwar damals in der Schulzeit keine Schwimmhalle direkt an der Schule. Wir mussten aber, natürlich die typische Seife, die auf dem Boden liegt, wir mussten immer in ein separates, in eine separate Schwimmhalle fahren. Und die hatten sowas nicht. Die hatten zwar auch so Umkleidekabinen und so zum Abduschen wegen dem Chlor und so, aber die hatten keinen Föhn. 69 Gründe, Rachel zu... Bros will be bros. Rachel gern zu haben. Okay, da ist sie schon. Wir gucken aber mal eine Runde rum. Ich würde sagen, wir fangen mal rechts rum an. Cool. Das hatten wir auch nicht. Das ist bestimmt für Rettungsschwimmer üben und sowas. Poolspielzeug. Können wir es nehmen? Just when I thought it was safe to go back in the water. Schade. Aber finde ich cool, dass sowas da ist. Okay, hier so ein Ausguckturm. Ich glaube, ich schwenke gerade ein bisschen heftig die Kamera. Das tut mir leid. Ich bemühe mich, das nicht mehr zu tun. Zu den Mädchen kommen wir hier zufällig jetzt nicht mehr irgendwie rein, ne? Wäre schon spannend gewesen.
Hier am Rand scheint es auch nichts zu geben. Unten drunter gehen wir nicht durch, das bringt Unglück. Was ist das? Sind das Boxen? Oder Scheinwerfer, oder? Ich weiß es nicht, sieht komisch aus. Don't touch! Was ist denn drunter? Dass wir es nicht anfassen dürfen? Oh, hier, Gästeliste. Looks like I'm the Vortex Club Bouncer. Decisions, decisions. Namen entfernen? Ich weiß nicht. Wen würden wir denn entfernen? Oh, I'm sorry. Your names are not on the list. You'll have to eat shit now. Nee. Nee, das lassen wir so, wie es ist. Wer weiß, welchen Namen wir da gerade entfernt haben. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ah, das ist draußen. Okay. Können wir so einfach ins Wasser fallen? Nee. Fast schade. Ist aber eine schöne Schwimmhalle. Okay. Steckt sich hier noch irgendwas? Nee, gar nicht. Waren die Matten die ganze Zeit hier? Sind das überhaupt Matten? Sieht aus wie Paletten oder sowas. Das sind Matten. Kann ich hier was rausnehmen? Nee. Alles bloß. So, und gleich sind wir eine Runde rum. Die Ende der Welt Party. Rettungsboot. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Aus welchem Zimmer? Wir sind doch jetzt hier rausgekommen. Genau. Hier hinten standen doch noch Türen offen. Wo geht's denn dahin? Oh. In case I run out of air, I know where to come. Okay. Schublade. Coffee and swimming. Good combo. Yes, we get it. Otters. Okay, auch nur sowas wie Schülerakten. Don't even think I'm gonna make a move on you. Wir haben das immer am lebenden Objekt ausgeführt, rettungsschwimmermäßig. Ich bin ja selber auch Rettungsschwimmer. Also jetzt nicht beruflich oder sowas, sondern ich habe es bei den Schwimmstufen einfach mitgemacht. Es gibt ja dieses Seepferdchen, dass man überlebt, wenn man ins Wasser geworfen wird. Dann gibt es ja Bronze, Silber, Gold und den Rettungsschwimmer noch dazu. Und ich habe halt Gold und Rettungsschwimmer. So, the big plan is win. Das ist doch aber mal ein Plan. Ich habe dort hinten das Einschalten übrigens nicht übersehen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Story dann weitergeht. Und ich möchte vorher noch... Oh, was ist das? Aw, look at the baby Halloween pumpkin. Und ich möchte vorher noch alles anschauen, was sich hier so befindet. Ich mag Halloween zum Beispiel sehr, sehr gern. Ich mag es, mich zu verkleiden und nicht blöd dafür angeguckt zu werden oder sowas. So, wir gucken jetzt nochmal hier hinten. War doch, glaube ich, auch noch ein Raum offen. Da schaue ich auch nochmal rein. Ach, ist das doch die Mädchenumkleidekabine? Moment. Dann müssen wir ja auch noch einen Blick reinwerfen. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Victoria Chase Rules. Ich glaube auch. Steht hier auch was? Nee. This isn't a desperate cry for attention or anything. Ist hier? Nein. I hope so, friend. Okay. Dear Kate, I don't care. God, oh, wie mies. Well, we care, dickhead. Falls ich den Ton wieder nicht rausgeschnitten habe, das war gerade wieder mein Timer. Weil die 15 Minuten wieder um sind. Ich mache manchmal ein bisschen länger, beziehungsweise der Timer schlägt ein Stückchen zeitiger an, weil ich meistens noch... also ich starte die Soundaufnahmen, dann mache ich meistens noch was anderes. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren.
Das amerikanische Drive-In-Theater. Wart ihr schon mal in sowas? Ich noch nie. Ich würde aber mal gern. Ist bestimmt cool. Okay, hier geht's nicht lang. Wir machen erstmal die Außenrunde. Oh, das fressen die Biber. The wit, it burns. Kate Schließfach. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Nach Portland. Verfällt am 31. Dezember 2013. Das spielt das Spiel wohl in der Vergangenheit. Wurde es damals entwickelt? Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Die sind cool. Mit denen kommt man viel schneller voran. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Ich würde trotzdem mein eigenes Handtuch haben wollen, irgendwie. Hier ist auch eine Dose. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Aber in seinem eigenen Spind Bilder von sich selbst zu haben, ist auch ein bisschen eigenartig, oder? Ich finde es schon komisch, wenn man zu Hause von sich selbst... Oh, die Socke schauen wir uns gleich an. Wenn man zu Hause von sich selbst viele Bilder stehen hat. Von Verwandten und so verstehe ich ja, aber von sich selbst. Those are some musty ass old shirts. Yuck. Okay. Bei dem Wäschekram kann man auch nichts machen. Und die Socke. Where does that other sock go? Schlimm, ne? Das kenne ich auch. Socken und SD-Karten. If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Mädchen können auch schwimmen. Schwimmunterricht für junge Frauen, Blackwood Academy, Pool, 2. bis 10. Mai oder so stand da, glaube ich. Und die Poolregeln. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alles schon gesehen. Und? Vermisst Flyer. Hm. So. Hier war das drin. Damit ich jetzt nicht nur die ganze Folge langweilig rumgesucht habe. Now I have the power over light and death. Machen wir das jetzt auch noch. Time to do or dive, Max. Ich will auch rein. Wie hat sie sich so schnell ausgezogen? Hm. Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate.
Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Was wäre, wenn ich es getan hätte, dank dir? Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Hide! Poo. Wo? Können wir hier hinten raus? We have to go now. Are you shitting me? David. Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Hello? Wo ist der? Hello? Anybody there? Ich versuche gerade die Kamera zu drehen, aber es klappt irgendwie gar nicht. Der ist noch vor der Tür. Jetzt kommt er rein. Okay. Er ist da hinten. Oh. I heard something over here. Du hast gar nichts gehört. Who's here? Niemand. I got a flashlight and a stick. Whoa. Geht er zur Tür bitte raus? Oh, ich glaube, ich habe mich gerade die ganze Zeit vom Mikro wegbewegt. Weil ich versucht habe, immer außen rum zu gucken. Können wir wieder hier raus? You're so invisible. Let's bail. Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car.
in! Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! Yes, we so are. Er hat doch erkannt, dass das Chloes Auto war, oder? An dieser Stelle mache ich mal eine kleine Unterbrechung, denn ich glaube, jetzt kommt eine Zwischensequenz, die noch weitergeht, und sage, wir machen morgen weiter mit der nächsten Episode von Let's Play Life is Strange. Bis dann. Tschüss.